Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, wa ja'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم والتي تنزل البلاء والتي تقطع الرجاء والتي تحبس الدعاء يا رب العالمين يا ارحم الراحمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم und wir freuen uns diese gläubigen Gesichter wiederzusehen und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala dass er uns und euch يوم القيامة mit dem Gesandten Muhammad صلى الله عليه وسلم im höchsten Paradies vereint. اللهم امين. Liebe Geschwister, wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala, muhibbukum fillah, und wir möchten heute mit einer gewaltigen Regel an euch treten. Und das ist nicht eine Regel, die ein Muslim übersehen sollte, vielmehr ist das eine Regel, die durch sein gesamtes Leben zieht. Und ein Muslim sollte seine Religion bestens kennen, um Allah subhanahu wa ta'ala auf beste Art und Weise anzubeten. Denn Allah azza wa jal, der Allmächtige, er sagt uns in seinem edlen Buch, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Unsere Aufgabe in dieser Welt ist es, Allah zu dienen. Und zwar, wie Allah es möchte und nicht, wie wir es uns vorgestellt haben. Weil Allah hat uns klare Richtlinien vorgegeben. An diesen Richtlinien sich zu halten, gehört zu einem Weg von einem jeden Muslim, will er erfolgreich sein, Yawm al-Qiyamah. Allah Azza wa Jal, er hat uns ein gewaltiges Paradies versprochen. Ein Paradies, welches du niemals durch deine Taten erreichen würdest. Aber Allah ist Al-Karim, der Großzügige. Er ist bereit, dir so ein Paradies zu schenken, subhanahu wa ta'ala, obwohl du relativ wenig dafür gemacht hast. Und in der gesamten Zeit, wo du gelebt hast, hast du nicht als gehorsamer Diener gelebt, sondern du hattest Phasen. Manchmal warst du stärker im Glauben, manchmal warst du schwächer im Glauben. Aber Allah hat dir dieses verziehen und er hat subhanahu wa ta'ala dich zum Schluss nach deinem Herzen und deiner Absicht subhanahu wa ta'ala abgerechnet, so dass du danach auch dafür das Paradies bekommst. Allahumma rzuqna al-jannah waj'alna min ahliha ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Liebe Geschwister, eine gewaltige Regel in unserer Religion. Man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran min. Wer eine Sache für Allah unterlässt, für wen? Für Allah, bedeutet nicht, dass die Leute dich loben. Es gibt Leute, der unterlässt eine Sache, damit die Leute ihn anschließend dafür loben. Dieser ist nicht gemeint. Das ist Riya Kulayyatu Billah. Es gibt Leute, sie unterlassen eine Sache, weil sie zum Beispiel krank sind. Sein Arzt hat ihm verboten, dass er rauchen darf. Daraufhin unterlässt er die Zigarette nicht für Allah, weil er Haram macht, sondern weil sein Gesundheitszustand es nicht erlaubt. Oder er unterlässt das Trinken vom Alkohol, nicht weil er Allah gefallen will, sondern weil sein Gesundheitszustand das nicht erlaubt. Dieses ist nicht ein Unterlassen für Allah, sondern für seinen eigenen Nafs. Wer eine Sache für Allah unterlässt, so wird Allah ihm Besseres dadurch ersetzen. Yaqin, Gewissheit. Und wir gehören zu den Leuten, die an Allah subhanahu wa ta'ala und an seine Wörter fest glauben, dass Allah azza wa jal uns das, was wir an Haram oder an Üblen gemacht haben, wenn wir es unterlassen für Allah azza wa jal, dass er es uns durch etwas Besseres ersetzt, dann gehören wir zu den Leuten, die fest daran glauben. Und ich möchte heute meine Geschwister dazu aufrufen, dass wir immer uns für Allah entscheiden, auch wenn es schwer wird. Natürlich haben wir Gelüste, wir sind Menschen, wir sind keine Engel. Allah azza wa jalla sagt über die Engel, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sie widersetzen sich nicht Allah in dem, was er ihnen befiehlt, und sie führen aus, was er ihnen befohlen hat. Das ist der Zustand der Engel. Aber wir sind Menschen, wir sind anders, wir sind fehlerhaft.
Wir machen alle Fehler. Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte uns, jeder Mensch begeht Fehler. Jeder Mensch begeht Sünden und die Besten unter denjenigen, die Sünden begehen, höre zu, obwohl sie Sünder sind und Sünden gemacht haben, die Besten unter denjenigen, die Sünden begehen, sind diejenigen, die reuig zu Allah zurückkehren. Allahu Akbar. Allahumma tub alayna ya Rabbal Alamin. Das sind diejenigen, die reuig zu ihm zurückkehren, obwohl sie Sünder sind. Und daher sollten wir diese Regel vor unseren Augen halten und uns immer danach richten. Wer eine Sache für Allah unterlässt, so wird Allah sie ihm durch etwas Besseres ersetzen. Eine Person, er hat vielleicht einen Job angeboten bekommen. Er hat einen Job angeboten bekommen in der Pizzeria, wo er Schwein und Alkohol verkauft. Und wie viele Muslime arbeiten in solchen Läden? Und ich warne meine Geschwister, dass wir aufpassen sollen, mit Haram zu handeln. Denn wahrlich, dieses ist der Grund, warum Allah unsere Bittgebete nicht erhört. Allahu Akbar. Was hat die Arbeit mit den Bittgebeten zu tun? Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte über eine Person. Rajulun yamuddu yadayhi ila as-sama. Eine Person erhebt seine Hände in den Himmel. Ja, Rab. Und er sagt, oh mein Herr. Und er hat eine Notlage. Er ist in der Wüste und hat weder zu essen noch zu trinken noch irgendjemand, der ihm helfen könnte. Er sagt, ja, Rab. Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lah. Sein Essen ist aus Haram und sein Trinken besteht aus Haram und seine Kleidung, die er anhat, aus Haram. Wie soll ihm da erhört werden? Und das ist der Grund, warum Allah viele Bittgebete von vielen Dienern nicht annimmt, weil sie Haram machen. Und heutzutage haben wir einen Zustand, wir verdienen Haramgeld, aber wir wollen damit Halal-Fleisch kaufen. Wo ist der Sinn? Wo ist ein Aqid? Subhanallah. Er verdient Haramgeld, er betrügt vielleicht das Jobcenter, er betrügt vielleicht irgendwelche Leute, er klaut von ihnen das Geld oder sonstiges, aber er will dann alles im Leben halal kaufen. Das passt nicht zusammen, lieber Dina, sondern vielmehr solltest du darauf achten, dass du die Grenzen von Allah Azzawajal erkennst. Tilka hududullah, fala taqrabuha. Das sind die Grenzen Allahs, darum kommt ihn nicht zu nah. Dieser Diener, er verdient sein Geld mit Haram und er speist seine Familie mit Haram, vielleicht sogar sein jüngstes Kind, ein Baby, weil sein Vater ihn mit Haram ernährt. Willst du nicht dieses unterlassen, um ihn anlassen? Wenn du diese Arbeit unterlässt, die dir angeboten wird im Restaurant, so wird Allah dir das durch Besseres ersetzen. Und wir haben von Geschwistern gehört bei Allah, sie haben gesagt, wir haben eine Stelle verlassen. Wir haben eine Stelle, die wir angeboten bekommen haben. Wir haben diese Stelle abgelehnt und Allah hat uns gleich danach eine bessere Stelle angeboten. Das ist ein Versprechen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir sagen ein Versprechen, dann heißt das, das wird so passieren, wie es uns gesagt wurde. Wir haben Leute, die sind heutzutage tätig als Bankkaufmänner oder Bankkauffrauen. Die Gesellschaft schaut zu ihnen hinauf, die Eltern vielleicht sogar, die Muslime sind. Sie sagen, guck mal, mein Sohn ist ein Bankkaufmann, meine Tochter ist eine Bankkauffrau. Und er protzt damit und er zeigt sich unter den Leuten und er weiß nicht, dass diese Leute gewaltiges Haram machen. Dass diese Leute bei Allah subhanahu wa ta'ala sich den Fluch zugezogen haben. Höre, was Allah azza wa jalla sagt. Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullah, ittaqullah, wa dharu ma baqiya min al-riba. فَإِنَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. O ihr, die ihr glaubt, unterlasst, fürchtet Allah und unterlasst den Zinshandel. Was bedeutet Zinshandel? Es gibt Leute, die denken, es ist dir nur verboten, Zinsen zu nehmen. Aber Zinsen zu geben, ist kein Problem. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat diese Leute, die Zinsen geben und Zinsen nehmen und Zinsen aufschreiben, alle zu einer Person erklärt, alle sind bei Allah verflucht. Rajulun wahid, eine Person,
ob er Zinsen nimmt oder ob er Zinsen gibt oder ob er die Zinsen aufschreibt. Das heißt, er ist zuständig dafür, dass so ein Zinsvertrag zustande kommt. Und was macht ein Bankkaufmann? Der macht das nicht nur einmal am Tag. Der macht das nicht nur fünfmal am Tag. Der macht das vielleicht 10 bis 20 Mal am Tag. Und das ist sein Zustand bei Allah. Während die Eltern mit so einer Person protzen, ist diese Person verflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Unterlass diesen Job, ja, Achi Karim. Ich verdiene 3.000, 4.000 Euro, mein Gehaltscheck. Wallahi al-Azim, das, was du hier verdienst, bedeutet nur weitere Strafe für dich im Höllenfeuer. Schau darauf, was Allah gefällt, und schau nicht darauf, was du verdienst. Es gibt Leute, sie arbeiten als Friseure oder als Friseurinnen. Sie zupfen die Augenbrauen, was ein Fluch bei Allah subhanahu wa ta'ala hervorruft. Sie rasieren die Bärte von den Leuten, die in die Friseurläden hereinkommen. Und den Bart als Mann sich wachsen zu lassen, gehört zu der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein Gebot, liebe Geschwister. Und wenn du dieses Gebot rasierst, so wird Allah azza wa jalla nicht zufrieden mit dir sein. Es gibt Leute, sie arbeiten an der Tankstelle, wo sie Maisel verkaufen, Lottoscheine, sie verkaufen Alkohol. Dieses alles sind große Sünden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. Sie fragen dich nach dem Glücksspiel und dem Alkohol, sprich, darin ist eine große Sünde. Möchtest du einfach eine große Sünde machen und das machst du nicht einmal am Tag oder zweimal am Tag? Er arbeitet an einer Tankstelle, er arbeitet im Kiosk und verkauft dieses die ganze Zeit. Wenn du diesen Job unterlässt für Allah, Allah wird in dir durch etwas Besseres ersetzen. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, und daraus ist die Regel abgeleitet, er sagte, innaka lan tada'a shay'an lillahi azza wa jal illa badalaka. Du wirst niemals eine Sache für Allah unterlassen, außer dass Allah sie dir durch etwas Besseres ersetzt. Das ist eine Regel und Dien Allahs. Manche Leute, sie arbeiten an Stellen, wo sie nicht arbeiten dürfen, in Supermärkten, bei Aldi, bei Rewe und so weiter und so fort. Diese Arbeit, ja, Ikhwa, ist haram. Was macht einer, der im Supermarkt arbeitet? Er hat zwei Aufgaben. Entweder füllt er die Regale, entweder füllt er die Regale mit Dingen, die haram sind, wie zum Beispiel Würstchen, wie zum Beispiel Schweinefleisch und so weiter. Und Deutschländer Würstchen sind nicht halal. Er füllt die Regale mit diesen Dingen, die verboten sind, oder er füllt sie mit Alkohol, und das ist im Gesamten verboten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah idha harrama shay'an harrama thamana. Wenn Allah azza wa jal eine Sache verbietet, dann verbietet er auch dessen Preis. Das heißt, du darfst nicht damit handeln, weder kaufen, noch verkaufen, noch darfst du es lagern oder sonstiges. Und das Schlimmste ist, dass du jemandem dabei hilfst, dadurch, dass du diese Sache in das Regal hereingetan hast, dadurch, dass du an der Kasse sitzt und diese Sache abrechnest, hast du ihm direkt zu diesem Haram verholfen und bekommst dieselbe Sünde wie er. Bekommst dieselbe Sünde wie er. Arbeite in einem türkischen Supermarkt, in einem arabischen Supermarkt, aber verkauf kein Haram. Und so sagt uns Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Helft einander in Güte und in Gottesfurcht, aber helft nicht einander, oh ihr Gläubigen, in Sünde und in Feindschaft. Das ist verboten für uns. Allah, er möchte nicht, dass du Haram machst. Und was denkst du, wenn Allah Azza wa Jalla dir befohlen hat, dich vom Haram fernzuhalten, wird er dich nicht dafür belohnen, wenn du dich vom Haram verhältst? Allah wird es dir, subhanahu wa ta'ala, mit dem Besten vergelten. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan, ist der Lohn für den Gutestunden nicht nur das Paradies. Ein Versprechen vom Allah Azza wa Jalla. Und daher, o Diener Allahs, wisse eine Sache. Allah Azza wa Jalla liebt es nicht, wenn du etwas machst, was haram ist. Stattdessen, wenn du dich von diesem Haram entfernst und das unterlässt, wirst du von ihm viel Lohn bekommen. Einer kommt zu dir und sagt dir, komm, wir gehen in die Disco. Komm, wir gehen zu dieser Feier, zu dieser Party, wie die Leute heutzutage sagen. Und da gibt es Alkohol und da gibt es Frauen. Wenn du dieses unterlässt für Allah, so wird er es dir durch Besseres ersetzen. Subhanahu wa ta'ala. Einer hat eine schlechte Charaktereigenschaft. Er wird zum Beispiel schnell zornig oder er hat Hochmut, Kibbel. Er sieht sich besser als andere Leute, weil er etwas gelernt hat, etwas. Und ich rede nicht vom Wissen, ich rede von etwas,
so siehst du, dass er sich über die Leute erhebt. Wer dieses unterlässt, weil das eine schlechte Eigenschaft ist, so wird Allah ihm das durch Besseres ersetzen. Wer ein Freund verlässt, der schlecht für ihn ist, so wird Allah Azza wa Jalla es ihm durch etwas Besseres ersetzen. Wallahi al-Azim, manche Geschwister, die ihre Freundin gelassen haben. Und er war in der Jahiliyyah mit einer Freundin zusammen. Als er den Islam angenommen hat, war er immer noch mit ihr zusammen. Als er dieses gehört hat, dass er Besseres bekommt bei Allah Azza wa Jalla, hat er diese Freundin gelassen und Allah hat ihm dafür eine rechtschaffene Frau gegeben. Allah hat ihm dafür eine rechtschaffene Frau gegeben. Warum sollte derjenige, der nicht das Haram an dir mag, dir nicht dieses durch etwas Besseres ersetzen? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد. Lasst uns hören, liebe Geschwister, wie Allah subhanahu wa ta'ala den edlen Sahaba radiyallahu anhum geehrt hat und sie mit den besten Wörtern ausgezeichnet hat, wo im Koran al-Karim, als sie für Allah ihre Stadt verlassen haben, in der sie aufgewachsen sind, dessen Umfeld sie kannten, wo ihr Vermögen und ihre Familien gewesen sind. Allah hat diese Sahaba gelobt, weil sie diese Stadt verlassen haben, weil sie die Auswanderung für Allah Azza wa Jal vollzogen haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ لَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Allah erwähnt die Sahaba, indem er sagt, und diejenigen, die für Allah ausgewandert sind. Das ist keine leichte Sache. Die Auswanderung gehört zu den Dingen, die zu den schwersten Taten gehören, liebe Diener Allahs. Denn der Shaitan, er kommt und er sagt, willst du eine Stadt verlassen, die du kennst, und du willst zu einem Ort umziehen, was du nicht kennst, wo du nicht die Gepflogenheiten der Leute kennst, wo du nicht weißt, ob Allah dich versorgt oder nicht, und hier hast du einen Job, hier hast du alles. Aber was dir der Shaitan nicht sagt, dass du auswandern musst, weil wenn wir in einem Land nicht mehr unsere Religion praktizieren können, das gilt auch für Deutschland, wenn wir irgendwann unsere Religion nicht mehr praktizieren können, ist es verpflichtend für uns auszuwandern. Ist es verpflichtend für uns auszuwandern. Denn Allah wird diejenigen bestrafen, die die Möglichkeit hatten auszuwandern, aber sie sind in einem Land nur geblieben wegen Essen, wegen Trinken und wegen Dunya. Aber wenn du diese Zeit erreichst, dass du nicht mehr hier beten darfst oder dass du verfolgt wirst für das Gebet, dass du deine Religion nicht mehr öffentlich praktizieren kannst, dann heißt es, die Koffer packen und raus aus diesem Land. Warum? Weil Allah es dir geboten hat, subhanahu wa ta'ala. Allah lobt hier die Sahaba und diejenigen, die für Allah ausgewandt sind, für Allah. Manche wandern aus für eine Frau. Er lernt eine Frau kennen, er weiß, diese Frau lebt in Marokko und er wandert aus für diese Frau. Der hat diesen ganzen Lohn verschenkt. Hätte er seine Absicht für Allah gemacht, wallahi, dann hätte er diesen Lohn bekommen, dass Allah ihn alle Sünden, die er zuvor gemacht hat, löscht, wie? Durch die Hijra unter anderem. Walhamdulillahi wa bil'alamin. Daher, liebe Geschwister, wer für Allah auswandert, und das haben die Sahaba radiallahu anhum gemacht, weil sie in ihrer Stadt in Mekka getötet wurden, gequält wurden und sie wurden mit den übelsten Wörtern beschimpft. Also haben sie diese Auswanderung unternommen. Was hat Allah gemacht, nachdem sie zu Al-Habasha erstmal ausgewandert sind und später nach Al-Madina? Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen Stellung gegeben. Er hat ihnen eine Stellung gegeben. Die Sahaba haben Land bekommen, haben Festigung bekommen. Sie sind immer der Muttaqin, sie sind Führer der Gottesfürchtigen. Und wir erwähnen sie bis zum heutigen Tag, ganz gleich, ob es auf der Mimbar ist, ganz gleich, ob es auf dem Lehrstuhl ist, ganz gleich, ob es unter uns in einer Sitzung ist. Wir erwähnen die Sahaba die gesamte Zeit. Das ist der Lohn von Allah Azza wa Jal. Und sie haben in der Dunya dieses bekommen. Und Yawmul Qiyamah haben sie bei Allah Azza wa Jal. Wala ajru al-akhirati akbar. Der Lohn in der Akhira im Jenseits wird noch größer für sie sein. Allahu Akbar. Und das wird nur das Paradies sein. Allahumma rzuqna al-Jannah. Waj'alna min ahliha.
Das ist der Lohn für diese Leute. Sie haben etwas verlassen, aber Allah hatte ihnen etwas Besseres dafür gegeben. Und eine Person hat Allah Azzawajal speziell geehrt unter den Sahaba radiallahu anhu. Allah Azzawajal sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Und unter den Menschen gibt es manche, sie verkaufen ihre Seele für das Wohlgefallen Allahs. Was bedeutet, sie verkaufen ihre Seele für das Wohlgefallen Allahs? Die Gelehrten sagen, نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ فِي Suhaib al-Rumi radiyallahu anhu arba. Diese Ayah wurde herabgesandt wegen Suhaib al-Rumi. Suhaib al-Rumi, wie der Name schon sagt, er war Römer. Das heißt, er kam von außen und hat den Islam angenommen. Und Suhaib al-Rumi hat viel Geld von Allah Azzawajal bekommen. Viel Rizq, während er in Mekka gelebt hat. Er kam nach Mekka, hatte kein Geld, aber Allah Azzawajal hat ihn reichlich versorgt in Mekka. Als er gesehen hat, dass er seine Religion nicht mehr praktizieren konnte und er hatte viel Geld, wie viele von uns würden nicht mal für viel Geld hier in diesen Ländern bleiben, sondern wallahi für wenig Geld, Suhaib al-Rumi radiallahu anhu hat viel Geld besessen, so wollte er die Hijra. So heißt es in der Überlieferung, arada al-Hijrata. Er wollte die Hijra, famana'athu Quraysh, so haben die Qurayshiten ihn davon abgehalten. فَمَنَعَتْهُ أَنْ يُهَاجِرَ بِمَالِ. Sie haben ihn davon abgehalten, dass er mit seinem Geld auswandert. Sie haben ihm gesagt, du kommst nach Mekka ohne Geld und willst Mekka verlassen mit viel Geld? Nein, das geht nicht. Du lässt dein Geld hier. Daraufhin أَعْطَاهُمْ مَالَهُ. Er hat ihnen sein Geld, das Vermögen gegeben, im Gesamten. وَتَرَكُوهُ. Daraufhin haben sie ihn gelassen. Sie haben ihn freigelassen. Und Suhaib al-Rumi radiallahu an, qadim al-Madina, er kam in die Medina an, so hat der Prophet s.a.w. über seinen Zustand erfahren. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِحَ الْبَيْعِ يَا أَبَا يَحْيَا. Dein Handel war erfolgreich, O Abu Yahya. Du hast dir das Paradies damit verdient. Allahu Akbar. Und deswegen kam die Ayah herab. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Und unter den Menschen gibt es manche, sie opfern sich für Allah subhanahu wa ta'ala. Sie verkaufen ihre Seele für Allah azza wa jal. Was hat er gemacht? Er hat sein Geld weggegeben, damit er mit dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam zusammen sein konnte. Allahu Akbar, was für eine Persönlichkeit. Und diese Ayah ist für uns alle. Sie ist nicht nur für Suhaib al-Rumi radiallahu anhu. Wenn wir unsere Zeit opfern, damit wir unsere Religion lernen und dieses Wissen weitergeben, gehören wir zu dieser Ayah, weil wir uns aufgeopfert haben. Wenn wir unsere gesamte Zeit dafür widmen, Da'wah zu machen, dann werden wir ebenfalls zu dieser Ayah gehören, weil wir uns aufgeopfert haben. Wenn einer viel arbeitet und diesen Gewinn, den er erzielt, für die Da'wah gibt, unterstützt, wenn es auch nicht im Gesamten ist, so gehört er zu dieser Ayah, dass er Allah subhanahu wa ta'ala's Wohlgefallen erzielen möchte und Allah azza wa jal wird ihn genauso behandeln. Allah azza wa jal wird ihn genauso behandeln. Und schaut, subhanallah, manche Leute opfern sich für was? Für Sünden, wa'iyadu billah. Er opfert sich für die Frauen, er opfert sich für das Geld im Haram, er opfert sich für den Alkohol, für die Drogen. Dieser hat nicht die Stellung von denjenigen, die auf dem besten Weg von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und ich beende, liebe Geschwister, mit einer Nasiha von eurem großen Bruder Abu Bara. Wann auch immer du dich gegen das Haram entscheidest, und für das Wohlgefallen Allahs, so wisse, Allah wird dir jedes Mal etwas Besseres dafür geben. Allah wird dir etwas Besseres geben. Und das sage ich einem jeden, der Gewissheit im Herzen hat, dass diese Wörter auch stimmen, denn sie sind vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sofern wirst du belohnt werden. Unterlasse das Haram. Denn das Haram ist leicht in der heutigen Zeit. Was ist leichter, liebe Geschwister? Eine Freundin zu haben oder zu einem Wali zu gehen und ihn um seine Tochter zu bitten? Natürlich eine Freundin zu haben. Was ist leichter heutzutage? Mit Alkohol im Laden Geld zu verdienen oder mit Produkten, die nicht jeder mag?
Natürlich, mit Alkohol ist es leichter, sein Geld zu verdienen. Was ist leichter in der heutigen Zeit? Dass du lügst und dafür Vorteile bekommst oder dass du wahrhaftig bist und deswegen immer wieder geprüft wirst. Allah Azza wa Jalla sagt, كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Und er sagt das über die Leute von Bani Israel, die Allah betrügen wollten. Was hat Allah Azza wa Jalla mit ihren Herzen gemacht? Allah hat sie mit dem geprüft, was sie am meisten geliebt haben. Denn ihre Herzen haben sich dem Haram genährt, haben sich dem Haram geneigt. Deswegen hat Allah sie immer mit diesem Haram geprüft, bis sie in das Haram hereingefallen sind. Denn wären sie richtige Gläubige gewesen, wisse, Allah hätte sie vom Haram entfernt. Allah hätte sie vom Haram entfernt, er hätte sie geschützt. Obwohl Shaitan und der Nafs große Gegner sind, Allah hätte sie geschützt, er ist in der Lage. Und wenn er bei uns sieht, dass wir immer dem Haram nachkommen möchten, dass wir immer das Haram tun möchten und es lieben und ihm geneigt sind, so wisse, so wird Allah subhanahu wa ta'ala dich irgendwann in dieses Haram hereinfallen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen befestigen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vom Haram abwenden und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht unter den Irregehenden zählen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa kubu ila salati.